Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Angezockt. Wir spielen hier gerade Captain Tsubasa 3 auf dem Super Nintendo, eine deutsche Jo. Übersetzung. Mit dabei ist Ja. wieder der Kill Bill als Star-Kommentator. Star-Kommentator, genau. Star-Gast-Kommentator, wie auch immer. Ja, ihr Das könnt spielt sagen, was ihr irgendwie keinen wollt. Ton, weil ich noch den Emulator gemutet habe. Ups. Das wird So, sofort jetzt haben wir auch geändert. Ton. Ja. Wow, ist das laut. Ja. Also. Erzähl. Ja, genau. Also zu dem Spiel gibt es auch noch einiges zu sagen. Vor allem zu der Übersetzung. Warum dieses Spiel ausgerechnet dieses Spiel genommen wurde zu übersetzen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ein Bild. Entschuldigung, der stand gerade da wie bei Ace Attorney. Objection! Was? Ja, Ja. auch. Okay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Macht nichts. Oh, der lange Beine, ey. Boah, der lange Beine, ne? Boah, der lange Beine, Der hat Alter. richtig, richtig lange Beine. Geile lange Ja, okay, Beine. erzähl ruhig weiter. Okay. Auf jeden Fall ist ein TK Klüver übersetzt. TK übersetzt, also Tino Cleaver oder wie er hieß. Also irgendwas mit Cleaver auf jeden Fall. Der hat das übersetzt quasi damals. Gehörte damals noch keiner Gruppe an. Er hat es dann auf 71% übersetzt. Im Jahre, lass mich raten, Ich mach einfach mal 96, Anstoß. 97. 96, 97 wurde das dann übersetzt, wie gesagt. War so sein drittes Projekt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann zu Star Trance gegangen, weil. Ja, war halt damals in die Gruppen sich einzugliedern. Und ist er dann zu Star Trance und Star Trance hat es dann irgendwie einfach seine alte Übersetzung aus seiner Homepage quasi, ja. Also er war ja vorher nur ein Einzelübersetzer. Haben die das übernommen und haben dann bei Star Trance die Version 1.0 draus gemacht, weil die keine Ahnung hatten, dass eigentlich bloß 71% übersetzt worden ist. Er hat dann aber das nie wieder weiter übersetzt. Also im Grunde steht es bei Star Trance erstmal als unbekannter Übersetzer drin, zweitens als 1.0 Übersetzung drin, was im Grunde Quatsch ist. Also der Kyrox, der Admin, der hat mir das auch gesagt, der hat damals keine Ahnung gehabt, der hat das einmal reingeklatscht und gut war. Und ich habe das mal nach mühseliger Arbeit und Internetrecherche herausgefunden, dass das im Grunde, ich habe es auch verglichen, das ist die 71er Version. Ich habe mir die 71er eben aus dem Archiv geholt und die sind 1 zu 1 dieselbe Übersetzungen, also wie die 1.0er. Also das ist im Grunde die 71er und von TK übersetzt worden. Der natürlich Member bei Star Trance im Nachhinein ja auch dann war das. Deswegen ist es im Grunde eine Star Trance-Übersetzung, weil die haben es mitgezogen. Okay, Die haben es halt mit jetzt sind wir jedenfalls rübergezogen. im Spiel drin. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja. Komm, wir legen ja Es erstmal ist wie los. gesagt nicht perfekt, also auch keine 1.0, so wie schön beschrieben wurde. Deswegen werden wir dann hier und dort bestimmt auch was anderes sehen, aber Der eine okay, Typ hat dann. ein rotes Auge, ey. Der links hat ein rotes Auge. Ach Wow. ja, stimmt. Ja, stimmt. Also in der. Ist komisch. Stimmt, das sieht äußerst komisch aus. Ist eine halbe Stunde, Okay, also es ist Halbzeit. ein Tecmo-Fußballspiel, wenn man es genau betrachten möchte. Es sieht zumindest danach aus. Na komm, los geht's. Ja, wir kannten ja bloß São Paulo hat Superstar. den Anstoß. Bam. ISS kannten wir ja bloß. International Superstar sogar. Was anderes hatten wir hier nicht. Alter, was ist denn das? Muss rennen. MF Power. Ach, das ist so ein. Sogar Schuh, schon Trip, da. Depass, Schuh. Ah, okay, das ist wie so ein Rollenspiel. Depass. Ach Zu so. vier. Bam. Hau ihn raus, Junge. Okay, also wir versuchen ein Tor zu hinzukriegen und dann haben wir es auch schon geschafft. Es ist Wow. doch sehr. Also wenn ich das jetzt so sehe, ist es wie so eine Art Manga oder so, keine Ahnung. Fußball-Manga. Das ist so ein Fußball-Strategiespiel, wenn du so möchtest, halt, aber krass. Als Manga gemacht. Okay, die passen hardcore einfach zu mir weiter. Und jetzt steuere ich da unten halt den Ball auf der Karte. Ah ja, genau, ich sehe es. Okay. Bis eine Aktion wieder kommt. Okay, also wir So. versuchen, wie gesagt, entweder ein Tor zu hinzubekommen oder sogar ein Match zu gewinnen. Und dann haben wir Dann kann es. ich dribbeln, Schuss, direkter Pass, PS, weiß ich nicht. Powerschuss. Powerschuss? Nein. Probieren wir mal Powerschuss. Powerschuss. Zu wem? Ins Tor, oder? Dahin. Jawohl. Ah ja, da kannst du ja auswählen zum Tor. Paul PS. Jawohl. Ja, springt hoch Boah. und vorbei. Paul Ja, PS. wir haben an dem Gegner schon mal vorbeigespielt. Wow. Und der nächste Gegner kommt, der springt hoch und er ist auch Vorbei. vorbeigesprungen. Mann, sind das Und der ein paar Torwart Trottel. springt São hoch und. Paulo ist voll bescheuert. Okay, jetzt kommt der krasse Vorbei. Obergangster. Der Torwart und vorbei. Tja, PS, Schuh, Schuh. Schuss, Torschuss. Dribbel. Und köpft. Den Ball, Köpfbo.
Ah, hat den pariert. Tür. Ah, und ins Tor! Echt? Tor! Vorbei! Drin, Tor! Pfeif, pfeif! Ich kann leider nicht so cool pfeifen. Okay. Ich habe noch nie. Ja, komm, weiter. So steige Übersetzungsfehler drinnen noch, aber sehr geil bis jetzt. Zero hat ihn. Okay, jetzt muss ich hier. Ey. Richtig hart. Fuck, was macht der? Er macht Powerschuss. Ich meine, das PS ist tatsächlich. Ne, PS ist bestimmt Pass. Ach ja, Pass. Okay. Stimmt, abfangen, so tackeln, ich mein... blocken. Abfangen. Und der andere versucht den zu tackeln. Los. Juggernaut PS. Und vorbei, verdammt, no. Und der dritte kommt. Er stört und. Ja, er hat den Ball sich geschnappt. Es ist unglaublich. 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 Also es ist auf jeden Fall mein Fußballspiel anders. Okay, wir passen jetzt. Ein Steilpass. Dorthin. Achtung, Brüssel! Ich meine, ich spiele ja überhaupt keine Fußballspiele, da muss ich jetzt verstehen. Also ich weiß nicht, wenn, dann kann ihr Pekan oder was dazu sagen, ob das jetzt ein gutes Fußballspiel ist oder ja. Es ist auf jeden Fall was anderes und es ist ganz witzig irgendwie. Okay. Oh ja, er hat den Ball. Und weiter geht's. Und... Bam. Das ist... Powerschild. Oh nein. Ich habe den falschen Knopf anscheinend gedrückt. Aktion. Scheiße, komm. Wir dribbeln an den Typen vorbei. Ja, wir müssen ein Tor machen. Noch eins. Wir machen es. Na los, geht's. Was auch er immer dribbelt. Das Ganze. Und der Gegner kommt und... Ah, er weicht ihm aus. Und dann kommt ja ein anderer Gegner. Er grätscht ihn. Er versucht ihn zu grätschen und... Oh, er hat ihn den Ball abgenommen. Ja. Der böse Gegner, der kommt jetzt, macht irgendwelche Aktionen. Bam, Junge. Fetten Megapass. Und Raoul stört, springt hoch und holt sich den Ball. Wow, wer ist denn Raoul? Raoul, vor allem dann... Ach, blau sind meine Gegner. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Und vor allem dann die voll krassen Übersetzungsfehler. Warte mal, nicht, dass ich ans Abseits renne. Ja, hier zu 6. Zu wem? Oh, zu Nummer 6. MF Paul. Guck zu wem? Ja? Und dann MF Paul. Bam. Ja, ja, okay. Und der nächste Gegner kommt angerannt und springt über den Ball drüber. Ziemlich dumm von ihm gelaufen. Aber da kommt noch ein dritter Gegner und er springt auch über den Ball. Was ist denn hier nur los bei diesem Spiel, Damen und Herren, meine Damen und Herren? Es ist unglaublich. FC Nankatsu macht hier den übelsten Ultra-Shit, ja? Und die Gegner... Und er macht jetzt den Torschuss. Er versucht es. Er trifft den Ball schon mal, das ist sehr gut. Und der Goalkeeper hat den Ball mal wieder nicht bekommen. Und wir haben das nächste Tor erhalten. FC Nankatsu. Also ist ja das für Torwart, ey. Ja, eigentlich sind sie ja Brasilien. So. Aber ich nenne sie einfach weiter. FC Nankatsu hat schon 2 Tore gegen FC Mongo. Okay. Okay, cool. Wir haben mal in das Spiel reingeguckt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Da könnt ihr auch selber gerne mal reingucken. Wenn euch das jetzt nicht so stört, dass da jetzt hier irgendwie Fragezeichen steht. Ja, da ist die Übersetzung nicht ganz perfekt gelaufen. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel mal auch für so zwischendurch, sage ich mal. Zum Antesten. Ja, oder auch mal zum Spielen. Ja, so mal mit Freunden halt anzocken. Könnte tatsächlich ganz nett sein. Und es hetzt denn so niemand bei dem Spiel. Man kann sich dann auch lustig cool beraten. So, wow, und du musst jetzt hier ein Pass machen. Nein, Mann. Ich mache jetzt den nächsten... Genau. Ja, mache ich jetzt. Nee, aber das stimmt, ja. Aber ist schon ganz schön krass. Ja. Okay, das als Fußballspiel, gut, da kenne ich mich gar nicht aus, aber doch, wenn er sagt, das muss man mal probiert haben, dann ist es auf jeden Fall interessant, so ein Fußball-Rollenspiel. Genau. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Angezockt. Ja, genau, wir sehen uns. Macht's also gut, bis dahin und tschaußen. Tschaußen!